Hey ho, wie ihr seht, brauche ich ein Gesicht. Ein schöneres. Dieses Get Ready With Me wird aber Get Ready With 30 Plus Facts About Me heißen. Der Tag wurde sich ja auch gewünscht, dieser 30 Fakten über mich Tag. 30 Plus aus diesem Grund. Viele Sachen von mir kennt ihr vielleicht schon aus dem einen oder anderen Video. Aber damit es einfach vollständig ist, würde ich die hier noch mit reinnehmen. Damit die aber nicht den Platz für vielleicht interessantere Fakten wegnehmen, mache ich einfach ein paar mehr. Und ich bin diesmal vorbereitet. Ich habe mich nämlich mit meinem Freund hingesetzt und habe gesagt, du, sag mal, die Dinge über mich, die mich ausmachen, was ist denn das? Und die haben wir denn, also er hat dann, das ist auch so ein bisschen mit auf seinem Mist gewachsen, Dinge, die mich einfach ausmachen, weil finde ich, also das ist so dieses 30 Fakten über mich Ding für mich. So Dinge, die mich ausmachen. Ja, also hier habe ich, wie die, da haben wir dann hier so Brainstorming-mäßig, ne, habe ich die alle aufgeschrieben. Und die werde ich euch dabei so ein bisschen erzählen. Das bedeutet, es wird wieder ein bisschen länger. Ich habe mir auch schon Tee gemacht. In meiner coolen Supernatural-Tasse. Yeah. Im Übrigen ist das Husten- und Bronchial- und Erkältungstee. Also, ja. Deswegen kam hier die Woche leider kein Video von mir. Mich hat's ordentlich erwischt. Ne, die Katzenöhrchen, das kennt man ja schon. Wir fangen einfach mal oben an. Ich bin. Ring aus. Ich bin 26 Jahre alt. Jung, wie auch immer. Bin 1,52,8 Meter groß. Was habe ich denn dazu noch aufgeschrieben? Wohne mit meinem Freund und meiner Katze in Hessen. Bin auch hier in Hessen geboren. Keine Ahnung, bin ein Einzelkind, falls euch das interessiert. Und bin von Beruf Grundschullehrerin. Studiert mit den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Aber als Grundschullehrerin macht man ja auch dies und das und anderes. Momentan unterrichte ich Mathe, Englisch und DIKLA, Deutsch-Intensivklassen. Eine Deutsch-Intensivklasse, eine. Das reicht auch schon. Genau. So, das waren jetzt so die, ich sag mal, persönlichen Fakten. Und jetzt kommen vielleicht so ein paar Sachen, da fangt ihr an zu lachen. Oder denkt euch, warum erzählt ihr uns das? Aber wie gesagt, mein Freund war der Meinung, das sind so die Dinge, die mich ausmachen. Also, bitteschön. Ich habe eine leichte Links-Rechts-Schwäche. Bedeutet, wenn ich Auto fahre oder Beifahrer bin und irgendjemand sagt mir, du musst jetzt da und da lang oder ich möchte das jemandem sagen und der sagt, fahr links, passiert das schon mal ganz oft, dass ich rechts abbiege. Also so, wenn ich. Ganz kurz, die Katze spielt hier und reißt hier gleich alles, wenn es gleich einen Schlag gibt. Das war die Katze. Wir benutzen heute die. Wenn ich Zeit habe, drüber nachzudenken, kriege ich das gerackelt. Aber so aus dem FF, wenn einer zu mir sagt, links, passiert es schon mal ganz oft, dass ich rechts gucke, gehe, wie auch immer. Hello? Kommen Sie raus? Zap, zap. Jetzt hätte ich das fast übers Display gemacht, aber bin ja so schon nicht der Pro im Schminken. Ich das dann noch übers Display machen? Ja, was haben wir denn, was hat er denn noch so auf? Was hat er denn noch? Ich habe, also es kommt jetzt auch so ein bisschen random, ja? Also es kommt, ich habe das jetzt nicht noch sortiert, so nach irgendwelchen Themen oder so, sondern einfach so, wie uns das so eingefallen ist. Ich habe ein Faible, was heißt Faible? Ja, wir nennen es erstmal so. Ich habe ein Faible für Converse All-Star Chucks. Ich bin kein Markenmensch. Also mir ist das, ich brauche kein Gucci, Louis Vuitton, Chanel, wie die nicht alle heißen, ja. Und ich brauche davon auch keine Fakes oder Nachmachen, damit Leute, die sich nicht auskennen, denken, ich hätte sowas. Das ist mir alles relativ egal. Ich trage auch Taco und Kick und was mir gefällt. Aber in einer Sache. Bei mir, wenn andere Leute. Was?
ganz kurz das Spielzeug da rauspopeln. Kannst du mal mit deinem fetten Arsch da rauskommen? Dankeschön. Wo hast du es hingebuddelt? Ach, du bist doch furchtbar. Wo ist es? Ja, jetzt hängt es unter der Tür. Du bist der Held vom Erdbeerfeld. Sorry. Wenn ihr das macht, gar kein Problem, aber bei mir gibt es keine Fake-Jugs. Da gibt es nur Original. Ja, das ist so der einzige Fimmel in Sachen Marken, die ich habe. Ansonsten ist mir das eigentlich relativ scheißegal. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen, ich nehme noch mal ein bisschen nach für meine Stirn. Ne? Was haben wir denn noch? Ah, mein Lieblingstier sind Eulen. Ja, das merkt man jetzt gar nicht so stark in unserer Wohnung. Ja. Ich mag die einfach. Vor allen Dingen so kleine Waldkäuze oder so. Huh. Ja, ja. Definitiv mein Lieblingstier. Was hat er noch gesagt? Ich bin ein Seriennerd. Also ich gucke jetzt auch nicht alles. So ist das jetzt nicht. Nerd, also mit Nerd meinen wir jetzt so, ich kaufe mir dann auch Sachen davon, so Merch, ja. Und meine absolute Lieblingsserie ist Supernatural. War es schon, seitdem die angefangen hat, und wird es auch immer bleiben. Ist voll meins, aber was ich auch total gerne gucke, wo ich mich immer wegschmeiße, Two Broke Girls. Schon mal geguckt? Schreib mir das mal in die Kommentare. Ich schmeiß mich weg. Ich liebe Max. Ich liebe Max. So eine hätte ich gern als Freundin. ich trinke gerne Kaffee. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ist jetzt nicht nur so, weil ich jetzt mordsmäßig müde bin und denke mir, ich brauche jetzt mal einen Kaffee. Sondern ich trinke es einfach ganz gerne. Mir schmeckt es. Mein Leibgericht sind Nudeln. In allen Variationen. Nudeln geht immer. Und am allerliebsten habe ich ganz normal Nudeln mit unserem selbstgemachten Pesto und Parmesan. Parmesan. Wichtig, Freunde. Parmesan. Also, Nudeln ohne Parmesan sind keine Nudeln. Meiner Meinung nach. Ja, also in meiner Welt. Was nehme ich jetzt für einen Pinsel? Ich bin überfordert, Freunde. Ich nehme jetzt den. Es tut mir sehr leid, aber Erkältung, Erkältung. Ich nehme jetzt mal das Puder hier. Dieses von Essence Little Beauty Angels Color Correcting Anti-Dullness Loose Setting Powder. Das Lila. Ich bin ein ehrlicher Mensch. Also, ich sag Leuten das, was ich denke. Was aber nicht bedeutet, dass ich so, wie soll ich das beschreiben? Also so immer so richtig ins Gesicht bin, weil manchmal halte ich auch einfach meine Klappe und sag nix. Also mit ehrlich meine ich jetzt, wenn ich was sage, dann sag ich die Wahrheit, nicht? Wenn ich nichts sage, sage ich halt einfach nichts. Ist ja für manche Menschen auch mal ganz angenehm, wenn man mal die Klappe hält, nicht? Aber wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich demjenigen meine Meinung sage, so wie ich das denke, ob es ihm passt oder nicht. Fertig. Er hat mich gefragt, oder sie, oder wer auch immer. Bums. So, ich liebe Duftkerzen, ja. Ich bin ein Geruchsmensch, ich mag es, wenn es gut riecht, wenn es oder er oder sie, wenn einfach die Welt gut riecht, definitiv. Deswegen ist das jetzt auch voll wieder meine Jahreszeit, weil so im Hochsommer bin ich jetzt auch nicht so der Typ, der sich abends da hinsetzt und macht noch mordsmäßig die Kerzchen an. Da kannst du ja gleichzeitig noch einen Aufguss machen. Ich nehme jetzt den Butterbronzer.
Butterbiene. Wo kam das denn drin vor? Butterbiene. Ich habe wieder hier so Gehirndurchfall. Es tut mir sehr leid. Du alte Butterbiene. Wo kommt das drin vor? Verdammt. Naja, wir machen weiter. Ich bin, und das hat sich tatsächlich geändert zu früher, ich bin kein Langschläfer mehr. Weil ich mittlerweile denke, also für mich ist das so ein bisschen verlorene Zeit. Wisst ihr, wie ich das meine? In der Zeit, wo ich da penne, hätte ich auch ganz viel noch machen können. Deswegen stelle ich mir auch am Wochenende meinen Wecker. Jetzt nicht auf 10 nach 5 oder Viertel nach 5, so wie unter der Woche, um Gottes Willen. So bescheuert bin ich jetzt auch nicht. Aber so 9, halb 9, 9 am Samstag und so 10, halb 11 am Sonntag. Das mache ich schon. So, jetzt mache ich hier unten noch so ein bisschen. Warum auch immer. Ich mache das jetzt einfach. Sitz. Jetzt kommt ein Zitat von meinem Freund. Und das habe ich ja, glaube ich, in dem Video auch schon mal erklärt. Ich würde... Du bist ein Morgenmuffel. Zitat Ende. Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Wie gesagt, also ich persönlich fühle mich immer noch nicht als Morgenmuffel. Ich rede halt morgens nicht gern. Vor allem nicht vor dem ersten Kaffee. Blush. P2 Glow Touch Blush. Blow? Nee, nicht Blow. Glow Touch Blush in der 030 Touch of Peony. Ja, das wird heute recht witzig. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Dann nehme ich jetzt mal hier dieses aus der Ebelin-Pinselchen. Ja, das gebe ich zu. Ich werde quengelig, wenn ich Hunger habe. Wenn ich so richtig Hunger habe, werde ich quengelig. Ja, ich mag Hunger nicht. Kann ich nichts mit anfangen. Genau. Ich fahre einen 6er Golf Diesel. Kommen wir auch gerade zum nächsten Punkt. Ich scheiße auf den Dieselskandal. Weil mal ganz ehrlich, der Dieselskandal ist nur so lange interessant, bis die beim Benziner auch irgendwas finden. Dann stehen sie da. Mit ihrem Talent. Das ist so ein bisschen meine Meinung dazu. Ja, ein 6er Golf mit selbstgemachten Stickerbombs, also nicht über das komplette Auto, sondern so partiell, mit meinen Lieblingsfilmen und Serien, da sind wir wieder beim Thema, und neongrünen Felgen, neongrün-schwarz, also momentan sind sie komplett schwarz wegen Bremsstaub, aber ansonsten sind die neongrün. Mhm. Highlighter. Alverde, Standardsortiment. Ja, das ist jetzt auch wieder sowas, wo man sich vielleicht denkt, was bringt uns das jetzt? Wenn ich mir meinen Kaffee mache, habe ich so einen blöden Tick und lasse gerne mal die Milch draußen stehen. Weil ich mir denke, vielleicht kommt ja noch jemand, der will auch einen Kaffee, dann brauche ich die Milch nicht rauszuholen. Also das war auch so Idee von meinem Freund. Das macht dich aus. Bitte schön, da habt ihr das. Ich lasse die Milch draußen stehen. Aber auch nicht immer. Und manchmal verarsche ich ihn auch. Dann ist die Milch nämlich leer und ich lasse draußen stehen. Dann will er schon wieder motzen und tippelt so mit dem Fuß auf. Kennt ihr das so? Und dann sage ich, die Milch ist leer. Ja. Ich mag gemütliche Abende mit Licht aus und Kerzen an, so ganz viele. Ist bei uns im Wohnzimmer auch momentan so dekoriert, dass da ganz viele Kerzen rumstehen, wo wir auch zu dem Punkt kommen, ich dekoriere ganz gerne, das macht mir Spaß, zu gucken, wie sieht was aus, wenn ich das da hinstelle und wie sieht es aus, wenn ich es da hinstelle und bla bla bla.
Na, kommst du da raus? Ist der schon bald leer? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich guck mal kurz auf meinen Zettel. Ich bin Raucher. Da habt ihr es. Jetzt ist es raus. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich bin Raucher. Punkt. Ich spiele Tischtennis und gehe mit meinem Freund tanzen. Also so Cha-Cha-Cha und Wiener Walzer. Wobei ich hasse Wiener Walzer. Wird mir immer schwindelig. Paso Doble, das ist mein Lieblingstanz, der macht Spaß. Und Jive macht auch Spaß. Und Tanga, Tango. Oh, tatsächlich habe ich jetzt Tanga gesehen. Tango. Tango ist jetzt aber auch nicht so unbedingt mein Lieblingstanz, aber sowas, ja. Also so Standardtänze. Standard-Rot-Latein. Ich bin eher der ordentliche Typ. Ich sage bewusst eher, denn es gibt auch Phasen, da könnte man meinen, das ist definitiv nicht so. Aber ich versuche es zumindest. Ne? Ich benutze heute mal eine Kombination aus dieser Essence und eventuell noch meinen Art Deco-Lidschatten. Die drei sind das. Mal schauen. Vielleicht nehme ich auch nur Essence. Ja, aber ich im Habet gerne ordentlich. Hab ich. Ja, ja. Ich nehme jetzt erstmal hier diesen. Ich pulle jetzt nicht raus, um euch zu sagen, welche ich nehme. Ich nehme jetzt hier den, um das zu setten. Nee, meine Augenbrauen. Ach, Freunde. Ich habe beim letzten Get Ready With Me auch, glaube ich, den Highlighter vergessen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wo gucke ich denn jetzt hin? Es liegt doch hier vor mir. Hilfe. Da, und soll ich. Bisschen eingepudert. Soll ich euch mal was zeigen? Tada! Und seht ihr, wie viel da drin ist? Das werde ich meinen Enkeln irgendwann vererben, wahrscheinlich. Pinsel! Kommst du her? Ich bin normalerweise Brillenträger. Mag aber gerne Kontaktlinsen. Zum einen, weil ich so eine Art von Brillenträger bin. Ich habe was im Auge. Ja. Normalerweise habe ich dann ganz gerne Kontaktlinsen, aber yeah. Da reden wir nicht drüber. Ist aber nicht so viel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ohne Brille gar nichts sehe. Ich glaube 0,5 und 0,75. Achso, und ich sehe weit verschwommen. Frage mich nicht. Das ist genauso. Kommt das noch? Ja, das kommt dir direkt als nächstes. Ich kann mir nicht merken, du kannst mir das 50 Mal erklären, was kurzsichtig und was weitsichtig ist. Ich werde es mir nicht merken können. Und genauso wie der nächste Punkt. Ich habe das ja schon und 50 Millionen Mal erklärt bekommen. Ich kann mir den Unterschied zwischen Netto und Brutto nicht merken. Wie behindert bin ich, bitteschön? Ich kann mir das nicht merken. Und mein Freund hatte letztens eine tolle Eselsbrücke. Aber ich kann mich an die Jesusbrücke nicht mehr erinnern. Das sind so zwei Punkte. Ich kann mir das nicht merken. Ich weiß nicht, da ist mein Gehirn überfordert mit. Aber ich glaube, ich will. Nee, ich sag einfach gar nichts. Ich sag einfach, ich kann mir das nicht behalten. Bevor ich jetzt hier irgendwie sage, ich glaube, das heißt das und das heißt das und dann ist es wieder falsch. Wir lassen das. Wenn ich Zeit habe, bin ich eine Leseratte. Und zwar Leseratte in diesem Sinne nicht, dass ich jetzt hier 5 Millionen Bücher zu Hause habe. Also ein Buch muss mich schon echt interessieren. Ich lese nicht alles, was mir zwischen die Finger kommt. Aber in dem Sinne, wenn ich ein Buch habe, was mich interessiert und was ich spannend finde, dann passiert das, wenn ich Zeit habe,
dass ich dieses Buch innerhalb von 1 bis 1,5 Tagen durchlese. Egal wie dick. Dann sieht man mich nicht. Dann bin ich beschäftigt. Ich finde die Form dieser Augenbraue irgendwie, irgendwas ist da nicht so ganz richtig. Aber gut. Das geht hier eigentlich relativ flott. Ich sitze hier und erzähle 5 Stunden witzige Fakten über mich. Vielleicht auch für euch komplett uninteressant oder wie auch immer. So, jetzt. Ne? Ich bin nicht so top im Fingernägel lackieren. Ich verkacke das jedes Mal. Zitat von meinem Freund. Du bist zu blöd. Zitat Ende. So, das ist Liebe, ne? Aber er hat ja auch recht. Und vor allen Dingen ist es bei mir so, ich bin in Sachen Fingernägel lackieren. Ich kann das nicht abhaben, wenn ich stundenlang warten muss, bis der Furz trocken ist. Boah, da kriege ich einen Affen. Und wenn ich dann, keine Ahnung, ich mache mir da schon immer YouTube-Videos an oder gucke Fernsehen dabei, damit ich da Beschäftigung habe und nicht da so rumsitze. Und wenn ich den dann aber schon, keine Ahnung, eine halbe Stunde trocknen lasse und hau mir dann in einen Fingernagel, weil er immer noch nicht trocken ist, eine Macke rein, dann kriege ich einen Rappel und mache alles wieder ab. Nein, bleib auf. Und dann muss das gewesen sein für den Tag. Ich liebe Sarkasmus und Ironie. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht behaupten, man merkt es aus meinen Videos, aber vielleicht ist einem das schon mal aufgefallen, falls ich da schon mal irgendwas in die was Sarkastisches oder Ironisches gesagt habe. Ich mag das. Ist voll meins. Ich mag Schminke. Hab ich das schon gesagt? Ich weiß nicht, aber es dürfte euch auch aufgefallen sein. Aber für den Fall, dass es euch noch nicht aufgefallen ist, ich mag Schminke. Mrs. Obvious. Miss Obvious. Nicht Mrs. Aber wo wir gerade bei Miss sind, mein Freund sagte, du musst unbedingt sagen, dass du Miss Monopoly bist. Wenn ich mit meinem Freund oder mit sonst irgendjemandem Monopoly spiele, ich gewinne bisher immer. Ich will jetzt nicht sagen, ich gewinne immer, denn irgendwann gewinne ich vielleicht mal nicht, aber meistens und bisher gewinne ich immer. Ich bin Miss Monopoly. So nennt er mich immer und er spielt auch nicht gerne Monopoly mit mir. Oh ja. Mein Freund meint, was mich ausmacht, sind meine Grübchen. Da und da. Und ich ziehe ganz gerne mal Schüppchen. Ja. Sagt mein Freund, das macht mich aus. Aber meine Grübchen machen mich aus. Und ich bin jetzt nicht so der Freund meiner Grübchen, muss ich sagen. Achso, ich mache jetzt übrigens... Ich benutze jetzt so die beiden Töne so. Also erst habe ich jetzt den benutzt, jetzt benutze ich den, um das noch ein bisschen zu abzudunkeln, so ein bisschen. Mal gucken, was das gibt. Ich bin jetzt nicht so unbedingt der Freund meiner Grübchen, deswegen mache ich auch nicht gerne so. Mein Freund findet sie süß. Ich verstehe auch nicht, es gibt ja jetzt ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber es gab mal eine Zeit lang den Trend, da haben sich Frauen, also da wo Grübchen normalerweise sind, von innen in die Backe reinschneiden lassen, damit da Grübchen entstehen, weil sie keine haben. Muss ich das verstehen? Und dann hast du, weiß nicht. Vielleicht liegt es auch einfach daran, wie gesagt, weil ich meine Grübchen jetzt nicht unbedingt so feier, dass ich das nicht verstehen kann. Ich gehe jetzt noch mal kurz in diesen cremefarbenen Ton und
blende das hier oben nochmal so ein bisschen. Irgendwie. Ja. Er findet, was mich noch ausmacht, ich bin halt so ein eher einfacher Mensch im Sinne von, also ich brauche jetzt hier kein Schickimicki und Pipapo und wir müssen jede Woche irgendwo Schniekepieke essen gehen oder sonst irgendwas. Ich bin da eher so einfach gestrickt. Mir reichen so ein bisschen die einfachen Dinge im Leben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt gerade keinen Bock drauf. Ich bleibe jetzt bei Essens. Ich mache jetzt mit einem kleineren Blendepinsel, wenn ich ihn denn finde. Hallo, wo bist du denn? Nehme ich noch ein bisschen von dem dunkleren. Dip, 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 dip. An den unteren Wimpernkranz. Ich bin auch eher so der Sneaker-Typ als der High Heel oder hochhackige Schuhe-Typ. Was aber auch vielleicht auch ein bisschen daran liegt, irgendwie habe ich das Gefühl, je höher der Schuh, desto kleiner bei mir die Schuhgröße. Und ich trage Schuhgröße 36, 37. Und ich hatte schon mal so Pumps an in Schuhgröße 35, die mir zu groß waren. Und ich bin dann einfach überfordert, weil ich nicht weiß, wo ich sonst noch Schuhe kaufen soll. Vielleicht, keine Ahnung. Bei den Kindermisswahlen. Läden, die für die Kindermisswahlen Schuhe verkaufen. Keine Ahnung. Da bin ich überfordert. Deswegen bleibe ich bei Turnschuhen, die passen mir, das weiß ich. Fertig. Ohne keine schmerzenden Füße. Ich gehe in meiner Freizeit auf Mittelaltermärkte. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ich gehe da hin und gucke mir das an, sondern ich lager da und penne da. Und esse da. Und für alle, die denken, das ist alles nur gefaked, nein, ist es nicht. Das Feuer ist echt. Aber ihr könnt gerne mal eure Flosse reinhalten. Dann haben wir Lagernde nämlich immer mal wieder was zu lachen. Ich benutze jetzt mal hier diesen gräulichen Ton. Gucken, was passiert. Der hat mich jetzt gerade so angelacht. Hulala. Ich gebe den erstmal so ein bisschen außen hin. Ist doch ganz nice. Ja. Läuft. Ich möchte meine. Aber vielleicht schaffen wir es am Mittwoch. Ich sage es einfach nach Wiesbaden. Dann müsst ihr jetzt schon mal, wo in der Nähe ich wohne. Nach Wiesbaden zu fahren. Zum Vielmann. Dann will ich langsam mal wieder dieses Auge gescheit schminken kann, ohne so vom Spiegel zu hängen. Da, Schipschi. Und diesen helleren, den maschen wir jetzt mal innen hin. Was mir jetzt spontan noch einfällt, ich habe Angst vor Spinnen. Und damit ist jetzt nicht dieser typische Mädchenekel gemeint. Nein, ich habe Angst vor den Viechern. Schlimmste für mich, ich sehe Spinne, will irgendwas holen, um sie nach draußen zu bringen, Spinne weg. Und letztens hatte ich das, wo ich im Wohnzimmer geputzt habe, kam auf einmal so eine Spinne. Und kennt ihr das, wenn ihr der Spinne schon ansieht, du wirst mal ein ordentlicher, was habe ich jetzt da? Du wirst mal ein ordentlicher Boomer. Kennt ihr das? Also nicht so Weberknecht-mäßig. Nein. Das war der Hauptdarsteller von A Rack Attack. Übrigens, das ist für mich ein Horrorfilm. A Rack Attack. Wir kamen letztens auf Horror- oder Liebesfilm. A Rack Attack ist für mich der pure Horror. auf jeden Fall kam ich dann wieder Spinne weg. Und dann habe ich mit ihr, weil ich versuche an meinen. Also ich habe nicht nur Angst vor Spinnen, ich habe auch Höhenangst, aber jetzt nicht, was das bedeutet jetzt nicht, dass
immer wenn ich irgendwo oben stehe, ich Angst kriege. Nein, ich habe eher so eine Höhenangst, wenn ich mich nicht sicher fühle, wo ich stehe. Wisst ihr, wie ich das meine? Auf jeden Fall versuche ich aber an meinen Ängsten zu arbeiten. Zum Beispiel hier unsere Speichertreppe da oben. Das war für mich der pure Horror, weil das ist so eine ausklappbare Speichertreppe. Und diese Speichertreppe ist aber sozusagen die Verlängerung vom Treppenhaus. Also ihr habt die letzte Treppenstufe vom Treppenhaus und dann endet diese Hühnerleiter, möchte ich mal nennen, hier. Und geht dann gerade hoch in den Speicher und hat links und rechts noch nicht mal so Griffe oder sonst. Das war für mich purer Horror, aber ich bin letztens hoch. Und ich habe mir nicht eingeschissen. Mich nicht eingeschissen. Mir nicht eingeschissen. Ich habe mir nicht eingemacht. So. Ist kein Kaki in der Hose gelandet, deswegen. Ich habe es geschafft und da war ich schon mal verdammt stolz auf mich. Ja, also die beiden Ängste habe ich, aber wie gesagt, da versuche ich auch dran zu arbeiten. Achso, Spinne. Weil ich ja dran versuche dran zu arbeiten, habe ich mit dieser Spinne, weil die ist dann hinter den Schrank gelaufen. Hinter unsere Fernsehschrankfront, wie auch immer. Und dann habe ich mit der Spinne eine Vereinbarung getroffen und habe zu ihr gesagt, pass mal auf. Fräulein, du kannst da gerne wohnen. Sollte ich dich aber noch mal sehen, bringe ich dich raus. Und dann ist die Wärme dieser Wohnung für dich Geschichte. Ja, bisher hält sie sich ganz gut dran. Ich habe sie seitdem dann nicht mehr gesehen. Also ich muss sagen, heute reicht mir das tatsächlich. Gut, also die My Must-Haves, die kann ich euch echt empfehlen, die könnt ihr euch gerne mal angucken. Da hat Essens was gut gemacht. Hat Hamse fein gemacht. Ich gehe jetzt mal hier mit diesem braunen Manhattan Endless Day Waterproof Gel Eyeliner in der 01 Rich Brown am oberen Wimpernkranz. Obere Wasserlinie meine ich. Das sieht bei mir übrigens relativ spackig aus, weil das kitzelt wie Scheiße. Achso, ich bin kitzelig. Ha, ich bin überkitzelig. Aber jetzt nicht hier so, wie man das vielleicht bei Kindern kennt oder den Achseln oder sonst irgendwo. Nee, so nicht. Füße ist für mich Horror. Da war ich mal. Also zum einen so Fußpflege, wenn man da hingeht, ist für mich Körperbeherrschung hoch 10, der Frau nicht ins Gesicht zu treten, weil ich aus Versehen mit dem Fuß zucke. Aber ich hatte auch mal so eine Fußreflexzonenmassage. Also zum einen tut das ja teilweise scheiße weh, je nachdem, wo die drauf drücken. Und zum anderen hat das einfach nur gekitzelt wie die Sau. Und diese Mischung, das war auch nichts. Ja. Ich bin jetzt kurz still, weil den habe ich relativ gut angespitzt. Ich will mir nicht ins Auge pieken. Sehr ungeil. Sehr ungeil. Was haben wir denn noch? Ich habe keinen grünen Daumen. Bei mir wachsen die dann immer knusprig, die ganzen Blümchen. Die versuche ich, die ist in den letzten Zügen. Versuche ich momentan leer zu machen. Da ist zum einen nicht mehr viel drin. Das sieht man auch schon. Die, ja, ihr jetzt nicht. Vielleicht doch so ein bisschen. Man, diese weißen Pönöpel, die ihr seht, das sind, die waren vorher alle schwarz. Da ist nicht mehr viel drin. Also seht ihr die wahrscheinlich in meinem nächsten aufgebrauchten Video. Was bei mir aber hält, ich habe so, wie heißen diese Dinger? Sukkulenten? Ukulele waren. Musikinstrument. Sukkulenten, glaube ich, so. Grüne Pflanzen. Und Kakteen, die halten sich bei mir. Aber ansonsten ist das nicht so meins mit diesen Blümchen. Deswegen, ich sage auch immer zu Leuten, wenn, keine Ahnung, Geburtstag oder so, sage ich immer, bitte schenkt mir keine Blumen. Das ist echt rausgeworfenes Geld. Gib Blumen lieber den Leuten, die dazu fähig sind, diese Dinger zu pflegen.
Ich bin da nicht so der Mensch für. Und ich bin jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich kann nicht kochen. Also ich kann nicht kochen. Im Sinne von nicht unbedingt, dass es nicht schmeckt, sondern weil es immer eine Katastrophe gibt. Immer. Entweder schneide ich mir den Finger oder schneide mir den Finger halb ab oder lasse was anbrennen oder man kann danach die Küche renovieren oder wir haben so ein großes Holzschneidebrett, was aber permanent so als Arbeitsfläche da irgendwie rumliegt. Und ich habe gekocht mit einer Pfanne. Und das Essen war fertig und ich kam auf die glorreiche Idee, ich stelle das jetzt mal, um auf den Teller aufzugeben, auf dieses Holzbrett. Jetzt haben wir auf diesem Holzbrett einen großen eingebrannten Kreis. Weil ich intelligent bin. Ja. Aber seitdem wir den Thermomix haben, läuft er besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin halt auch jemand, mir macht Kochen nicht unbedingt Spaß. Ist jetzt kein Hobby von mir. Ja. Habe ich schon erzählt, dass ich eher so der Familienmensch bin? Ich bin ein extremer Familienmensch. Ich will, dass es meiner Familie und den Leuten, die ich liebe, immer gut geht und so. Den benutze ich heute. Den Abstract. Von Urban Decay. Und was wir noch aufgeschrieben haben, wenn ich Urlaub habe, bin ich jetzt nicht der Typ, der jetzt unbedingt, nur weil ich Urlaub habe, reisen muss. Also für mich ist Urlaub auch einfach, egal wo, Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Das ist für mich Urlaub. Ich muss mal hier kurz. Hupalalala. Eigentlich so ein bisschen. Ja, schau, aber heute voll in die Vollen gegriffen mit dem Foundation. Ja. In letzter Zeit kriege ich das nicht mehr so schön hin hier. Ich weiß auch nicht, ich habe mir da auch eine Kante reingehauen. Mag den. Ja, und tatsächlich waren das schon so die Fakten. Die wir gemeinsam so zusammengetragen haben, die mich so ein bisschen ausmachen. Die ich auch vielleicht für euch interessant fand oder finde oder wie auch immer. Könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch mit ihr zählt, weil ich ja gesagt habe, das sind mehr als 30, wie viel das jetzt überhaupt waren. Wobei ich sagen muss, ich habe hier halt beim Aufschreiben auch solche Sachen wie 26 Jahre Größe, Einzelkind, bla, habe ich so als eine Information angesehen. Kommen Sie wieder nach vorne, bitte. Ja, das ist heute mal ein natürlicher Look, aber was sagt er? Mir gefällt's. Ja, das kann man doch lassen, oder? Genau. Das waren so meine Informationen. Der Palettentag steht noch aus und der Blushtag steht noch aus. Und dann habe ich noch so ein paar Videoideen, die ich gerne machen würde. Mal gucken, wann ich das alles gebacken kriege. Ich hoffe, dass der Get Ready Tag hat euch gefallen. Ich
könnt mir gerne was in die... Ah! Ich hab schon wieder was vergessen. Ich mach das ja immer top secret, Freunde. Wir wollen 200 Leute gucken mich. Genau. Ich hab... Oh, ihr seid bescheuert, mich zu gucken. Aber danke. Nein, also 200 Leute gucken meine Videos. Also ich will jetzt nicht sagen, dass 200 Leute immer regelmäßig meine Videos gucken. Aber 200 Leute haben meinen Kanal abonniert. Und das ist, finde ich, toll. Und anlässlich dieser Feier starten wir wieder ein Gewinnspiel. Und ich mache das ja immer total geheim. Das heißt, also heute ist jetzt der Aufruf für das Gewinnspiel. Das läuft ab heute, dem Tag, wo ich es hochlade, eine Woche. Und schreibt mir mal, ich habe euch ja von meinem Chuck Converse All-Star Tick erzählt. Schreibt mir mal euren witzigsten Tick in die Kommentare. Das ist, also natürlich Kanal abonnieren, also Abonnent meines Kanals sein und das dann in die Kommentare schreiben, ist die Bedingung, an dem Gewinnspiel teilzunehmen. In einer Woche lose ich das wieder vor der Kamera aus und... Viel Glück wünsche ich euch. Ich bin gespannt, welche Ticks ihr so habt. Ja, ihr habt jetzt ein paar von mir gehört. Die Chucks waren ja nicht nur einer. Die Milch draußen stehen lassen ist ja auch so ein Moped. Aber ich bin echt gespannt, was ihr so für Ticks habt. Ticks finde ich immer witzig. Und ich finde, Ticks machen einen Menschen am meisten aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, nicht machen am meisten, machen einen Menschen am meisten aus, aber ich finde immer so, das sind so Besonderheiten an einem Menschen, so Ticks. Klingt das komisch? Finde ich. Naja. Ihr wisst Bescheid. Abonnent meines Kanals sein. Mir euren witzigsten, krassesten, wie auch immer was, erstaunlichsten, ungewöhnlichsten Tick in die Kommentare schreiben. Und dann, ja, macht damit und könnt was gewinnen. So schaut's aus, nicht? Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!